Hey Leute, wie versprochen, genau hier an dieser Stelle geht es Viva weiter bei Die Hard Vendetta. Und wir müssen erstmal die Bombe entschärfen. Irgendwie, wie war denn das? Wie war denn das? Irgendwie musste man das hier machen, glaube ich. Ich bin jetzt irgendwie... Hä? Oder muss ich das von der Seite machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Geh runter schon! Jetzt ganz vorsichtig. Hü! Komm schon! So, ich glaube, ich muss nämlich hier raus. Nee. Wo war denn das? Nein! Ach, Gott sei Dank, das war nicht Lucy. Das war gefährlich. Dich krieg ich. Das ist echt mies. Tastaturcode. Was für ein Tastaturcode. Ja. So viel dazu. Apropos, wir haben hier noch ein Klemmbrett. Sie brauchen also 10 Fässer Treibstoff, um die Rakete zu starten. Schätze, ich muss hier eine kleine Ölkrise auslösen. Und daher weiß man, dass wir 10 solche Dinger kaputt machen muss. Soll. Und so. Ne? So, jetzt haben wir noch ein Health Pack. Jetzt mal gucken, wo es jetzt hier wieder rausgeht. Weil hier nämlich nicht. Aber hier. Ach, das war jetzt schon das Feld oder was? Okay. Das war ja einfach. Oh. Ladebildschirm, Checkpoint erreicht. Oh, geht weiter. So, leise weiter. Er wird bald hier sein. Überraschen wir ihn. Was, eine Überraschungsparty? Für mich? Ist die Frage, wo jetzt hier noch einer ist? Vielleicht kann ich ihn hier überraschen. Das wäre lustig. Überrascht? Er ist hier! Oh. Die schießen, also ist das nicht sein... John, mach schneller! Nein! John. Warum musstest du schon obwohl auf diesen zielen? Verlust von nicht feindlichen Personen, bla bla. Er wird bald hier sein. Überraschen wir ihn. Überrascht? Ja, das kommt schon. Oh, ist ja noch einer. Hallo. Mist. Blöd gelaufen an dieser Stelle. Hör, da ist ja noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Hilfe, Hilfe! Diese blöden Schweine. Ist hier noch jemand? Es ist so verdächtig ruhig. Zu ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm. Ah ne, das hatten wir ja. Ach genau, hier ist doch diese übelst coole Musik. Jetzt kommt was für die Augen. Jungs und Mädels. Kannst du das leiser machen? Was? Der Song ist doch geil! Doof, ey. Ach ja. So, die Musik ist aus, Freunde. Jetzt eine Cola. Angola könnte ich mich tot saufen. Und hier geht es sogar weiter. Weiter geht's ja. Weiter. Bitte, bitte, weiter. Willkommen bei SCP, der Treppenhaus-Simulator. Nur, dass wir nach oben gehen müssen und nicht nach unten. Ich krieg schon langsam Angst, muss ich schon sagen. Das könnte ein Konferenzraum sein.
Was für Geräusche? Pieselt hier einer? Hier war doch eben gerade einer auf Toilette, oder? War das etwa der Typ, oder wie? Okay. Dann schmeiße ich mir doch mal eine Pille ein, dann geht's mir wieder besser. Er steht zwar auf dem Verbandskasten da, aber wir wissen doch alle, es sind Drogen. Also. Ja. Boom, drei Stück haben wir schon. Ich habe, glaube ich, vorhin sogar ein so ein Ding mehr erwischt. Also das habt ihr leider nicht gesehen. Aber ich habe schon eins mehr erwischt. Und das habt ihr nicht gesehen. Habe ich schon gesagt, dass ich eins erwischt habe, aber ihr es nicht gesehen habt? Dann sage ich es jetzt nochmal. Ich habe schon eins erwischt, aber ihr habt es nicht gesehen. So, weiter geht's. Was war das gerade? Hat geflackert? Flacker, flacker? Siehst du, dadurch wird die Tür zugehalten. Hast du das Kabel angeschlossen? Yeah. Hast du kapiert? Niemand kommt hier durch. Nett. Nett. Was ist nett? Huch. Was nun? Fire. Niemand kommt hier durch? So viel dazu. Da drüben ist noch ein Fass. Vorsicht mit dem Treibstoff. Er ist leicht entzündbar. Ich fass es nicht. Na toll. Wie haben die das jetzt mitbekommen? Hey, hallo, Hilfe! Alter, mit dem Ziel ist manchmal grauenvoll. Ich würde mal sagen, es ist erstmal ein bisschen Zeit für Feuerwerk. Verdammt, John, sei vorsichtiger. Yay, yeah, Feuerwerk, yay. Yeah. Überwältigend. Ich kann mich noch erinnern, wo ich das damals gespielt habe, also wo ich das Spiel erst bekommen habe. Das hatte ich mir zugelegt zu dem Zeitpunkt. Da war auch gerade Silvester. Und ich habe genau an dieser Stelle... Was? Hilfe, Hilfe, aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Das tut doch weh. Aua, aua. Wo ist denn hier einer? Ich weiß mal, ob was ein Ding hier oder hin. So. Wo ist denn hier noch einer? Seh nix, Hilfe. Was? Ach, da oben, dumme Schwein. Fall runter. Nee, was ich sagen wollte, ich hab dieses Level gerade zu Silvester gespielt und da waren gerade, ich glaube, meine Großmutter, also meine Oma, die war gerade hier und hat da irgendwie was wegen irgendwelchen Vorbereitungen geholfen. Und boom. Und das war so gegen Mittag. Also nicht Mitternacht, sondern Mittag. Und da habe ich hier gerade überall gegengeschossen, da kamen halt diese Geräusche. Und dann, ach, diese Bekloppten, die fangen jetzt schon an. Ja, ich fand's lustig. Für euch war es jetzt vielleicht nicht so lustig, aber ich fand's lustig. So. Mal gucken, ich denke mal, ich muss hier irgendwo hoch. Kann ich vielleicht hier irgendwie was aktivieren? Ne, sieht nicht so aus. Dann. Ey, springen wir mal auf so. Ey! Springen wir doch mal hier drauf und dann hier drauf und. Ach, John. Du stellst dich manchmal an. Boah! Hissen! Ey, will er mich verarschen? Kommt der hier nicht raus? Der kommt hier nicht drauf. Ich glaube, der will mich echt verarschen. John? Hä? Jetzt bin ich drin in der Kiste. Okay. Jetzt würde Sinn machen. Aber eben war ich die ganze Zeit nicht drinne, sondern ist irgendwo daneben gesprungen und ich... Es ist wirklich nicht meine Schuld gewesen. Ich meine mal, hätte ich auch hochgehen können. Aber ich wollte bloß mal gucken, wie ihr darauf achtet, was ich meine John hier macht. Ja. Oh, schon so spät. Zeit zu beenden. Nein, Quatsch. Boah, es ist immer schlimm, wenn einem keine richtigen Witze einfallen.
Und man einfach bloß so einen Blödsinn daher labert. Kennt ihr das? Nein? Bin ich denn der Einzige? Ich... Okay. Ich hab's kapiert. Alter, John! Erstmal hier gucken. Dazu. Und... Das zu. Hä? Muni? Achso, ich habe alles voll. Ich bin voll. Ach, hier ist dieses undurchdringliche... So viel dazu. So, what time is it? We have a little bit of time. Yet? Hier ist schon wieder so ruhig. Ach, hier waren wir ja vorhin. Ach, diese Lagerhallen-Scheiße. Wir müssen die zum Startbereich bringen. Jack, wirf den Gabelstapler an. Wir müssen dieses Treibstofffass runterbringen. Ein bescheuerter Lagerplatz, wenn du mich fragst. Sieht aus, als wäre da oben ein Ausgang. Hört auf zu reden und geht an die Arbeit. Was? Ausgang? Wo? Wo hier oben? Der hier? Nein, ich glaube nicht John. Der erzählt eine Gülle. Hier war doch gerade einer. Wo hat der schon wieder ein... Da. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich hier nochmal raus? Runter, meine ich. Ah, hier. Hui. Nein, die springen schon! Ah. Nerv! So, das war auch so eine scheiß Stelle hier. Jetzt muss man irgendwie diese Dinger hier in Gang bringen. Wie war denn das? Ah, guck mal, was hier ist. Hm. Boom. McLean ist hier. Wie haben die das jetzt entdeckt? Verstehe ich nicht. So, hier war gerade ein Schalter. So, jetzt bewegt sich das Ding immer hin und her, aber das wird wieder lustig. Ich sehe mich schon wieder runterfallen. Wie ist das bloß hier runter? Ah, da oben ist ein Lüftungsschacht. Ah, okay. Na toll. Ich glaube, jetzt geht es eigentlich hier bloß hauptsächlich darum, noch ein paar so Dinger hier zu zerstören. Noch gerade einer. Oder nicht? Naja. Schauen wir erstmal hier drüben weiter. Wir müssen das andere Ding ja auch noch in Gang bringen. Au. Hä? Ist ja kein Schalter. Schalter. Ich, Alter, wo ist der Schalter? Schalter? Das Bedienen fällt erst doch irgendwo anders. Aber wie komme ich jetzt überhaupt hier hoch? Das fährt er nicht bis dahin. Das fährt er jetzt hier bloß wieder zurück und dann... Achso, nee, halt, ich muss ihn auch... schnell Beeilung. Oh, ist das ein schönes Geräusch. Ich liebe es. So, jetzt fährt er, glaube ich, gleich ganz runter, genau. Und... Ich bin hier so oft runtergefallen und hab mir Aua getan und das war nicht lustig. Nein! 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 Und das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wo fange ich wieder an? Ich fange hier wieder an. Yeah, das Lagerhaus ist super. Okay, dann also bis zur nächsten Folge. Und ihr wisst ja genau, wo ich das denn, wo ich dann anfangen werde in der nächsten Folge. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist echt nicht mein Tag. Also dann, haut rein. Fahrt nicht bis auf ein Auto. Bis zum nächsten Mal und tschüssili.